Moin Sens und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von Brickforce mit dem Nick. Hi, hi. Ihr seht meinen Rang. So viel zum, naja, so vielleicht zur absoluten Botterzeit momentan. Ja, Nick, du würdest gerne etwas sagen. Ich überlasse dir vollkommen das Feld. Was? Jetzt schon? Ja. Na, wo ist denn der Zombie? Ja, Quatsch, wo ist denn der Überlebende? Na, da ist der Zombie. Da hinten ist der Überlebende. Nick. Ich hol mir erst den Noob, ich muss mich konzentrieren, ich brauche meine Aura. Was hat der denn gemacht? Hast der wollte, glaube ich, mit uns teamen. Ach, Nick. Fick dich! Ich wollte beim Let's Play zeigen, über welche Range du geschlagen hast. Ihr könnt sehen, liebe Zuschauer, er hat mich gerade über eine Range von 6 Blöcken geschlagen. Im Video. Just saying. TP ist easy, mehr ist das einfach nicht. Oh mein Gott, das hätte ich. Ich habe so ein Schwein, dass du kein Arsch bist. Ne? Das hat sie mich jetzt eigentlich getrollt. Lol, der hat auch die Gold-Ore. Ja, und der ist gar nicht mal so schlecht. Bei dem CP habe ich auch schon überlegt, ob wir mal einen Clan reinholen. Und der ist Brickshot raus. Müsste mein Brickshot-Hack mal ausmachen, ne? Oh nee, wir haben Hacker! Ey. Der Boss ist ein Hacker. Ach echt? Soll ich mir erstmal GP den Noob? Läuft nein! Shit. Der Typ ist ja ein. Brickshot, ich muss einen Brickshot hinkriegen. Verdammt! Nick! Was? Bist du dümmer als der Toaster oder was mit dem Scheißthema, was du ansprechen wolltest? Mach jetzt Eier. Ach so, warte mal, hier ist noch ein anderer Zombie, sehe ich gerade. Okay, das Thema. 400 Abo-Special. Lass mich in Ruhe. Lass mich, da ist doch noch einer. Ja, der ist aber waiting to Sonnenschein, also jetzt mach Eier. Ach verdammt, okay. 400 Abo-Special haben wir ja bald. Und ich wollte auch mal eine Ankündigung dazu machen. Ich meine, ich bin jetzt auch seit der ganzen Weile dabei. Und ich würde vorschlagen, dass ich, sobald wir die 400 Abos zusammen haben, auch, pass auf, der Hacker ist Zombie, auch endlich mal einen Vlog mache, weil ich weiß nicht, ob es einige interessiert, aber ich sehe auch, also mich gibt es auch in Real Life. Und ich würde halt mal einen Vlog machen, dass ihr mal seht, wie ich aussehe, was ich alles so mache. Ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr ja gerne mal ein Abo geben oder halt andere Leute dazu zwingen, ein Abo zu geben. Ich weiß nicht, normalerweise sagt man sowas, schreibt es in die Kommentare und es wäre geil, wenn ihr ein Abo gebt. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich kann nicht labern dazu, deshalb mache ich auch keine Let's Plays, das weißt du ganz genau. Ja, das ist gerade meine Stärke, aber gut, bitte mach weiter, du wolltest noch etwas genaueres erzählen. Puh, wo kommt der denn? Rette mich, danke. Ja, jedenfalls, ja, wie gesagt, deshalb mache ich keine Let's Plays, ich mache nur das mit der Musik dahinter, weißt du ja. Mhm. Ich weiß nicht, ich wollte dich gerade fragen, was man noch reden kann, weil ich keine Ahnung habe, ich kann keine Let's Plays, ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht über alles, was das habe ich auch schon mit anderen beredet. Hast du vielleicht irgendwelche Schulstories, über die man mal erzählen könnte? Bei mir ist in letzter Zeit kaum was Erwähnenswertes passiert. Oh. Leider. Also bei mir. Also, ach man. Och Nick. Wir haben vorhin so schön gelabert. Siehst du, ich kann das kein zweites Mal. Das tut mir echt weh, wenn ich das höre, weißt du? Wenn ich überlege, wie du sonst immer drauf bist. Fick dich doch einer, warum ist da eine Kackecke? Warum ist da eine Ecke? Ganz ehrlich, kann man die Ecke mal entfernen. Gut, dann will ich mal deine Meinung hören. Zu folgender Sachlage. Nee, das habe ich schon. Nee, das kann ich nicht mal, das hatte ich schon in der Minecraft-Season. Ich würde gerne mal deine Meinung zu dem Spruch hören von dem AfD-Typen, der meinte, wir sollten im Notfall unsere Grenzen mit Waffen verteidigen sollen. Halt gegen die Einwanderer. Wie stehst du zu dieser Aussage? Yeah! Echt unfair, dass du gerade genau auf diese. Kannst du mal bitte in eine Richtung gucken? Nein. Jetzt mach Eier. Och Gott, jetzt muss ich wieder aufpassen, weil jetzt wieder die 5 Bricks kommen. Warum ist hier kein zweiter Weg? Will das Game mich verarschen? Mach jetzt Eier. Komm, jetzt bitte sag jetzt mal, was du dazu denkst. Ich kann alleine zwar unterhalten, aber nicht jetzt. Ich hab gerade so einen Brain-Lag. Ich gerade keine Ahnung. Achso, Grenzen, genau. Ich bin eigentlich, naja. Ich finde es immer heftig mit dem, was zum Beispiel in Paris passiert ist. Ich meine, ich traue da übelst mit, weil ich einfach so viele Leute von da kenne. Das ist ein Witz. Weil ich einfach so viele Leute von da auch kenne. Also so viele. Ich kenne einige, die ganz in der Nähe von da gewohnt haben.
Und ich muss selber sagen, dass ich auch Angst habe, dass durch die ganzen Flüchtlinge und Einwanderer, die wir haben, dass da halt auch so eine Leute drin sind. Ich meine, ich bin auf keinen Fall jemand, der sagt, das sind alles nur solche, nur das entkommt und so weiter, auf gar keinen Fall. Es gibt so viele Leute, die einfach übelst in Ordnung sind und denen man es einfach wirklich, du bist gerade im Weg, du stehst gerade übelst im Weg, du stehst gerade mega im Weg. Und der Kleine kriegt nicht, weil du im Weg standest, oder auch nicht. Mach bitte weiter. Du bist gerade ziemlich gut dabei. Ich kann dann auch noch eine sehr gute Meinung dazu abgeben. Jedenfalls, ich bin auf keinen Fall so jemand, der sagt, ach, das bist du, sorry, der sagt, es sind alle so, auf gar keinen Fall. Es gibt so viele Leute, die übelst in Ordnung sind. Ich kenne auch einige, die sind auch früher Einwanderer und Flüchtlinge gewesen. Sind übelst nett und alles. Es ist einfach so. Aber es ist halt auch einfach das Problem von den, sag ich mal, 100, von den 1 Million, die kommen, es reicht schon aus, wenn 20 Leute dabei sind, die solche Schwachmaten sind. Und es passiert einfach ein Anschlag bei uns. Und das macht mir einfach selber Angst, muss ich sagen. So sehe ich die ganze Ich weiß Sache. aber, was du meinst. Weil das Problem ist halt, What? wo ich dich gerne fragen würde. Deine Eltern haben ja ihre, auch ihre eigene Meinung. Du sollst jetzt nicht generell sagen von den deinen Eltern, wenn es jetzt privat ist. Aber gehst du mit den Meinungen deiner Eltern mit d'accord? Ja, ich habe meine Meinung auch von meinen Eltern. Gut. Also, Also. wie gesagt, wir sind auf keinen Fall gegen so eine Leute, aber es ist einfach die Angst, dass wie gesagt, es reicht, wenn 0,1% von denen, die herkommen, so sind, dann reicht das ja schon aus, dass das schlimm ist. Ich will nur kurz Das sagen, ist na, einfach wir haben das. Raum 1, na, wir haben Raum 1 und es ist nichts hier los, gar nichts. Ja, was halt mein wirklich absolutes Problem ist, weswegen ich hier gerade wirklich selber am Trauern bin, was mich halt so traurig macht, ist die Tatsache, dass ich jetzt fast zombie wurde, nein, ist die folgende Tatsache. Ich bin ja wirklich jemand, der sich sehr für Toleranz einsetzt und alles. Und ich habe auch viele Freunde, die halt etwas ausländischere Wurzeln haben, um es mal so zu betonen. Und ich habe halt ein Problem damit, mit der Ansicht meiner Eltern, weil die Ansicht meiner Eltern verkörpern eigentlich genau die Gegensätze von den Sachen, die ich glaube, wo ich sage, das ist mir wichtig. Weil wenn ihr jetzt mal so als Vergleich seht, ich werde das Video jetzt auch länger machen, da gebe ich jetzt einen dicken Scheiß drauf, weil meine Eltern sind der Meinung, alle Ausländer wieder abgeschoben, wir leiden Überbevölkerung, die werden eh zu gut vom Staat bezahlt und. Quasi Na gut, alle na negativen gut. Punkte, die du hier eigentlich quasi bei dieser Diskussion aufziehen kannst, die hauen meine Eltern zu dem Thema raus. Jedenfalls, ich selbst fühle mich von der Meinung meiner Eltern, die tun mir persönlich weh. Das muss ich ganz ehrlich sagen, so was meine Eltern gerade, die Ansicht meiner Eltern ist, da muss ich persönlich sagen, es tut mir weh, dass ich Eltern habe, Immer die ein beschlecht, immer solch... beschlecht, immer beschlecht, immer Die Map ist beschlecht. gut, ich hab dich schon gezockt. Und wenn ich dann höre, was meine Eltern da für Ansichten haben, dann muss ich ehrlich sagen, es tut mir wirklich weh, das zu hören. Weil so wie meine Eltern dazu argumentieren, klar, ich gebe euch ein Beispiel, meine Mom ist Lehrerin. Und die hatte schon Fälle, nicht bei ihr an der Schule, aber eine Kollegin, die hatte halt so einen DATS, Deutsch als Zweitsprache, wo der Schüler halt in die Klasse kam und sich halt integrieren musste. Und der hat sich halt dermaßen schweinisch benommen, dann kam halt am Abend der Anruf zu der Familie. Und bei der Familie hat dann halt der Vater sich geweigert, mit dieser Lehrerin zu sprechen, weil das halt eine Frau ist. Und jetzt ist halt die Befürchtung, du bist ein derartiger Hurensohn, ich bin doch Zombie, was machst du denn? Ich hätte gedacht, dass du den nach vorne kriegst und ich wollte mich eigentlich verziehen. Ja, wenn ich Jedenfalls, damit. es tut mir halt einfach weh, wenn ich, wie gesagt, wenn ich das schon wieder höre, wie meine Eltern argumentieren und so, alles klar. Auf der einen Seite, ja, es ist schon traurig zu sehen, was die da denken und auch was die glauben, weil wie die sich benehmen, geht eigentlich nicht. Weil wenn ich höre, da kann ich jetzt auch andere Sachen berichten, es gab wieder so eine Show, die für die Asylanten extra gemacht wurde. Moderatorin war halt eine Moderatorin und kein Moderator. Und daraufhin sind die nach der Show halt zu der hingegangen und meinten halt, was sie sich rausziehen würde, in der Öffentlichkeit so zu sprechen und warum die kein Kopftuch träge. Und das finde ich eigentlich auch unter aller Sau, weil das geht eigentlich so nicht. Ja, ich weiß, dass du jetzt eine Boomslang geblendet hast. Was? Oh Gott, wie kannst du die überleben? Oh Gott, ich bin so schlecht. Ich bin jetzt habe ich verkackt. Oder nee, du spawnst wieder da gut. Okay. Ja, natürlich spawn ich am Arsch der Ich Welt. würde gerne mal einhaken bei dir, aber man kommt ja kaum zu Worte. Tatsache, dass die Flüchtlinge zu gut. Ich meine, es wurde auch schon in der Zeitung geschrieben, die Flüchtlinge haben sich über ihre Wohnungen beschwert, weil die nicht dem deutschen Standard entsprechen. Ganz ehrlich, da bin ich jemand, der sagt, die sollen froh sein, wenn sie ein Dach über dem Kopf kriegen. Das hat auch schon ganz schön was zu heißen, in einem anderen Land, das so viele Leute aufnimmt.
hat das echt was zu heißen, wenn die alle ein Dach über den Kopf versprochen bekommen und das auch größtenteils bekommen. Dann kann es doch nicht sein, dass die sagen, nee, die Wohnung nehmen wir nicht, die entspricht nicht dem deutschen Standard. Ich finde es echt heftig. Es sind auch so ein paar Sachen, oder genauso mit den Krankenkassen. Ich hatte letztens, musste ich mal ins Krankenhaus wegen einer Sache. Achtung, du musst denn hinterher. Nee, sorry, der Typ macht nichts. Ich will das jetzt ganz schnell rumbringen. Tut mir leid, das war ganz kurz so zu machen. Aber ich möchte die Runde jetzt auch rumkriegen, weil es ja allgemeine Upload-Zeit. Das hättest du mir auch eher sagen können, aber egal. Ich weiß, mach jetzt weiter. Jedenfalls, ich musste da ins Krankenhaus und so weiter. So, ich habe meine Krankenkarte aussehen vergessen, die habe ich liegen lassen. Ich habe mal nicht dran gedacht. So, was passiert natürlich? Was passiert natürlich? Warum schießt du auf mich? Ach so, lol, stimmt, wir machen ja hier. Ich dachte jetzt wieder, egal. Und auch noch Brickshot, komm, du bist echt ein Arsch. Ich weiß, du kriegst einen Free nächste Runde. Yeah! Ja, ich hätte einfach mir einen anderen kleinen Noob holen wollen, aber na gut. Ja, egal, den hole ich mir jetzt doch nicht. So, jetzt mach bitte weiter. Jedenfalls Krankenkasse, bla bla bla. Ich habe meine Krankenkarte vergessen, so, ich wurde nicht drangenommen. Ich meine, es war was Offensichtliches. Es war was, wo jeder Mensch sagt, der Typ braucht ärztliche Hilfe. Sowas war das gewesen. Die haben mich nicht drangenommen, die haben mich nach Hause geschickt. Dann kamen irgendwelche Leute, die in Deutschland nicht mal angemeldet sind, also hier ja, Flüchtlinge halt. Mhm. Und die kriegen Top-Ärzte sofort, die haben keine Wartezeit, die werden sofort drangenommen, die werden eher drangenommen als Leute mit einem Termin. Das sind alles so Dinge, wo ich einfach sagen kann, das kann nicht sein. Wir sind doch die Deutschen in Deutschland. Die deutsche Rasse! Ja, genau so. Die arische Rasse! Aber wir sind halt die Deutschen. Den Hacker habe ich noch nicht, der im Raum drin ist. Ich auch nicht. Wir sind die Deutschen in Deutschland und wir werden einfach schlechter behandelt. Das kann auch nicht sein. Weißt du, was du meinst. Es ist eine übelst zwiespältige Sache. Ich bin sicher, vielleicht komme ich jetzt ein bisschen, keine Ahnung, kacke rüber, sag ich mal. Aber ich verstehe deine Argumentation. Ich verstehe dich schon. Oh mein Gott, war das knapp. Hä, wo ist der denn? Der ist an mir gerade vorbeigelaufen, der hat dich veräppelt da hinten. Der ist ja an mir vorbeigelaufen, der ist hier hinten. Hä, lol, wo? Warte, ich habe jetzt Radar. Der ist hinten auf der anderen Seite. Lol. Der Typ ist AFK. Der ist nicht AFK, der ist gerade an mir vorbeigerannt. Der DJ Shoot ist AFK. Der DJ Shoot? Ja. Oh. Lässt du mich den bitte noch holen, bevor du mich wieder trollst? Nee, kein Bock, diese Runde soll schnell rumgehen. Du hast eh genügend Score, also halt nicht rum. Ich und genügend Score, als ob das überhaupt möglich ist. Komm, Nick, du weißt genau, dass ich normalerweise nicht so bin, aber ich will jetzt die Zeit auch noch nicht rumbringen. Ja, was ich noch ganz dazu sagen will, ich verstehe schon deine Argumentationslogik und ich sage auch gar nichts dagegen, weil ich sie selber nachvollziehen kann, weil ich auch schon halb... Deine Meinung trifft es eigentlich sehr gut auf den Kopf. Aber was mich halt so traurig macht, ist, dass die Ansicht meiner Eltern derart radikal ist, derart radikalisiert, dass meine Mom bei Pegida mitmarschieren könnte und den Hitler groß machen könnte. Da wäre kein Unterschied mehr zwischen den Ansichten. Weil die so abstrus langsam ist, was meine Mom da raushaut. Klar. Ich habe einen 6er-Kill gemacht, läuft. Als Zombie. Sorry, das muss ich kurz sagen. Ja. Aber die Ansichten sind derart abstrus, die meine Eltern haben, weil ihr müsst halt vorstellen. Hacker. Na, jetzt wissen wir, dass das Snackers. Aber du musst dir jetzt halt Folgendes vorstellen. Mein Vater sitzt an der Quelle, der verteilt die ganzen Spasten, wenn die Scheiße machen. Und glaub mir, das sind echt viele. Du musst dir vorstellen, einer aus dem Urlaubsland, ne, kam zu uns und hat jetzt mit angefangen, Drogen zu dealen, wurde jetzt halt deswegen auch verurteilt zu, ich glaube, 9 Monaten oder so. Genau, ich kann da nichts Genaues sagen. Und in die halt diese 9 Monate, die der dort halt jetzt hatte, beziehungsweise nicht 9 Monate, ich glaube sogar noch mehr, der muss jetzt jedenfalls einiges absitzen. Und ihr könnt euch halt vorstellen, wie das vor... Der kam nämlich auch jetzt mehr per Integration rein, in Anführungszeichen. Und da müsst ihr euch vorstellen, also sowas integrieren wir hier in Deutschland, ne? Sowas kriegt von uns Steuern, der wurde ja sogar noch dafür bezahlt, in Anführungszeichen. Dass der hierher kommt und damit Drogen dealt. Und das ist natürlich jetzt auch schon... Ich kann viele nachvollziehen, die jetzt sagen, ja, wir wollen das nicht, weil wir finden das einfach scheiße. Weil wenn du dir überlegst... Es ist, wie gesagt, einfach ein riesiger Zwiespalt. Also auf der einen Seite will man einfach nur gastfreundlich sein, man möchte nicht diesen Gedanken von früher jetzt wieder vertreten. Auf der anderen Seite ist aber so viel, was eigentlich einfach nur falsch gemacht wird. Es wird quasi alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden kann. Und das ist halt das, was mich so sehr beängstigt halt. Vergiss es, ich krieg einen Free-Hurensohn. Ach so, stimmt. Ja, das musste mir einmal eher sagen. Du weißt ja, auch nicht, was soll ich sagen. Wenn ich einmal hier im Flow bin, dann tut es mir leid, dann bin ich einmal richtig dabei so.
Und meine Mom, wie gesagt, als Lehrerin, hat sowieso mit solchen Sachen zu tun. Und ja, aber das Problem. Hansi 01, der wird zuerst weggemacht, den kann ich nicht leiden. Ach ja. Weil der Typ wehrt sich schon nicht mal mehr. Ich find's einfach. Gut, ich kann bis zu einem gewissen Grade, sag ich auch gar nichts dagegen, weil ich das nachvollziehen kann, wie die Argumentation ist. Aber was ich nicht nachvollziehen kann, sind dann solche Leute, die dann wirklich sagen, weißt du, was die AfD gesagt hat, oder nee, die nicht die AfD, die NPD gemeint hat, wenn die kommen, schenken wir den gleichen Rückflugticket. Und dann sollen sie wieder gehen. Und das finde ich kann auch nichts sein. Weil, naja. Ich meine, die kommen schon hierher, stellen Antrag auf Asyl. Und dann sowas, das geht gar nicht. Was guck dir Hansi an! Es ist ein Hurensohn! Der spielt nicht fair! Das kann gar nicht sein, Junge! Der Typ geht mir so auf den Sack! Das hättest du jetzt einfach mal aufnehmen müssen, dann siehst du, was ich meine. Das habe ich gesehen. Und auch genau. Der spielt nie im Leben fair. Das geht oh mein gar nicht. Gott, ey! Ich hasse diesen Typ, Alter. Das ist der einzige Spieler, der mir auf den Sack geht im ganzen Game. Der einzige. Weiter, bitte. Bitte. Achso, stimmt. Nein, ja, war ja meine Sache. Und alles in allem. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin jetzt zurückgeschaut habt, wie steht ihr, wenn ihr eine Meinung zu diesem Thema habt und die eurer Eltern im Vergleich nehmt? Wie steht ihr dazu? Seid ihr eher so zwiespältig oder seid ihr der eher so, die sagen, dass es gleich sind? Weil es tut mir einfach was sagen, ne? Ja gut, bitte sag ruhig. Mal überlegen, was das war. Next Bunny Hop. Warpies. Oh, jetzt habe ich Warpies. Ja, da. Wie gesagt, du machst nichts, wenn du als Lebender einfach doppelt so schnell bist wie der Zombie. Da kannst du einfach nichts machen. Was ich noch sagen wollte, war. Wenn ich jetzt Zombie werde, mache ich sofort Aufnahme, stopp und unterbreche alles und liebe. Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao. So, Leute, ganz kurz, hier ist nochmal der GP, nach dem Ragekill, nachdem ich wieder hier alles in Ordnung gebracht habe. Problem ist halt, dass dieses Hurensöhnigkeit vom BF over 9000 ist und ich Dauerzombie bin. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ich bin einfach derjenige, der dauerhaft irgendwie drangenommen ist, was ich einfach nicht fair finde. Aber gut, man macht nichts dagegen und ja. Ich, Nick, tut mir leid, dass ich jetzt mache. Ich will jetzt das ganz kurz fertig hinter mir bringen. So ich weiß so, Leute, jetzt aber ganz im Ernst, wenn es gefallen hat, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.